Ab einem gewissen Alter sind wir natürlich für einen gewissen Markt sehr, sehr interessant. Und zwar, das ist der, ich schreibe mir auf, Anti-Aging-Markt. So, ab einem gewissen Alter sind wir natürlich alle, die über 50 sind, für einen Anti-Aging-Markt sehr interessant. Da gibt es ganz viele Konzepte, die uns natürlich erzählen, wie wir uns jung halten können, wie wir frisch aussehen, wie wir jugendlich aussehen, wie wir unsere jugendliche Ausstrahlung erhalten können. Und das ist oftmals nichts anderes wie Marketing. Weil da gibt es dann irgendwelche Pillchen und Säppchen dafür und Trinks dafür, die angeblich dafür sorgen, dass wir forever young sind. Das ist nichts anderes wie Marketing. Warum? Ganz einfach. Es gibt mehrere Faktoren, die für ein Anti-Aging-Konzept interessant sind. Und zwar der erste Faktor ist intensives Krafttraining. Der zweite Faktor ist Ernährung. Der dritte Faktor, das sind Nahrungsergänzungen, aber Nahrungsergänzungen, die aus der Kräuterheilkunde kommen. Die können aber auch in natürlicher Form sein, in Kräuterpulver, die gibt es auch in Kapseln. Da gibt es ganz, ganz interessante Sachen. So, und dann kommt natürlich eins dazu, das ist natürlich auch eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Körper, dass man genügend schläft, dass man sich gesund ernährt, dass man weniger Stress hat, dass man einfach ausgeglichener ist. Dass man weniger Stress hat, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also haben wir insgesamt 4 Punkte, die man berücksichtigen sollte. Und heute beim Teil 1 gehe ich auf ein Krafttraining ein. Krafttraining ist was, das finde ich, das ist sicherlich mit der Ernährung die Nummer 1 zum Thema Anti-Aging-Konzept. Und ein Krafttraining sollte natürlich, deswegen heißt es auch Krafttraining, intensiv gestaltet werden. Leider gibt es immer noch viele Verfechter, die natürlich sagen, naja, ein Krafttraining, da muss man aufpassen, das ist gefährlich und da könnte man sich verletzen. Das stimmt so überhaupt nicht, sondern es steht und fällt mit der Anleitung, die ich bekomme fürs Krafttraining. Und natürlich auch mit dem Gewissen, weil ich es ausführe, dass ich das, was ich tue, natürlich auch mit Kopf ausführe, dass ich nicht den Weg gehe, was viele gehen, dass sie sagen, Hauptsache viel Last, die Technik leidet runter, sondern dass ich mir das von der Pike auf von einem guten Trainer zeigen lasse, wie geht es eigentlich. Und das ist das sogenannte Freihandel-Langhandel-Training. Mehrgelenks-Training. Warum Mehrgelenks? Ganz einfach, wenn ich eine Kniebeuge mache, sind mehrere Gelenke gleichzeitig im Einsatz, Hüftgelenk, Kniegelenk, Fußgelenk, und somit arbeiten mehrere Muskeln miteinander. Das gleiche beim Kreuzheben, das gleiche beim Military Press, das sind die allen die sogenannten Mehrgelenks-Grundübungen Freihandeln. Warum Freihandeln? Aus einem einfachen Grund, weil wir uns dadurch im freien Raum bewegen und ein Gewicht im freien Raum stabilisieren müssen. Und das ist wichtig für unsere koordinative Fähigkeit, für unsere Stabilisatoren in Gelenken. Und wer mit Freihandeln arbeitet, der nutzt wesentlich mehr Muskelfaserbündel, wie wenn er jetzt ein maschinenorientiertes Training ausführen würde oder wenn er nur eine Gymnastik ausführen würde. Zusätzlich kommt dazu, dass natürlich ein Krafttraining mit Gewichten gemacht wird. Das heißt, ich muss gegen einen Widerstand arbeiten, gegen einen zum Teil natürlich auch hohen Widerstand, je nachdem, wie lange ich das schon mache. Und das sorgt dafür, diese Widerstände, die ich bewältigen muss, die ich von A nach B bewegen muss, die sorgen dafür, dass wir den Körper in einen Zustand bekommen, dass er, jetzt kommt's, wichtig, existenziell Angst hat. Das heißt, der Körper muss vor lauter Intensität sagen, oh, diese Belastung war so hoch, dass ich mich dagegen schützen muss. Und sich dagegen schützen, das macht der Körper, indem er Hormone sekretisiert. Und diese Hormone sind die berühmten Wachstumshormone. Und diese Wachstumshormone, das sind genau die, was dafür sorgen, dass wir jung bleiben. Die dafür sorgen, dass wir strahlend aussehen, dass wir kräftige Haare haben, dass wir eine schöne Muskulatur haben, dass wir weniger Fett haben und dass wir einfach wesentlich mehr Power haben. Das sind die lieben Wachstumshormone. Und diese lieben Wachstumshormone, die bekommen wir durch intensives Krafttraining. Und das sollten wir, wenn möglich, dreimal in der Woche betreiben. Einen Tag Training, einen Tag frei, einen Tag Training, einen Tag frei, circa 60 Minuten.
Das muss auch nicht viel länger sein, sondern es ist wichtig, dass die Intensität stimmt. Nicht die Häufigkeit, sondern die Intensität muss passen. Dreimal der Woche hat jeder Zeit für 60 Minuten was für seine gesunde Zukunft zu tun, was in seine gesunde Zukunft zu investieren. Deswegen, das heute ist der Einstieg in diese Thematik. Ich werde dazu natürlich auch noch ein paar Übungen zeigen. Die Kniebeuge, das Kreuzheben, vorgebeugt oder Military Press. Das werde ich alles mal zeigen, damit ihr natürlich auch seht, wie kann ich sowas angehen, welche Wiederholungszahlen brauche ich dafür, wie viele Sätze soll ich machen. Das alles wird jetzt Step by Step nachgeliefert. Das heute war der Einstiegsclip zum Thema Anti-Aging over 50. Wie gehe ich es am besten an? Part 1 heute, Krafttraining, intensives Krafttraining, Mehrgelenksübung, Feinübung. Freunde, das war's. Ich melde mich in Kürze wieder. Dann geht's weiter mit Part 2. Da zeige ich euch die Übung. Part 3 geht's weiter mit dem Thema Ernährung. Part 4 geht's weiter mit dem Thema Kräuter. Freunde, bis dahin, macht's gut. Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe.